An einem Rahmen greifen die Kräfte F1, F2 und F3 wie abgebildet an. Die angreifenden Kräfte sind in Punkt A und Punkt B zusammenzufassen. Wie groß sind jeweils die resultierende Kraft und das resultierende Moment? Ja, das wollen wir einmal machen. Das Koordinatensystem ist ja hier im Prinzip schon einmal vorgegeben. Und wir können uns direkt daran machen, die Kraftvektoren zu notieren. Wir haben F1 mit 2F 0, 0, F2 ist 0, 0, F und F3 ist minus 2F 0, 0. Damit können wir dann auch gleich die resultierende Kraft berechnen. Und zwar sowohl für Punkt A als auch für Punkt B, denn das ist von dem Punkt nicht abhängig. Summe der Kräfte ist gleich im Prinzip F1 plus F2 plus F3. Und das ist gleich 0, 0, F. Damit ist eine Frage schon beantwortet. Und um die andere Frage zu beantworten, also Punkt A und Punkt B, das kann man übrigens nicht gleichzeitig machen, sondern, also in diesem Fall jedenfalls nicht gleichzeitig machen, sondern man muss das separat betrachten. Das heißt, wir brauchen zwei unterschiedliche Typen von Ortsvektoren, und zwar einmal mit dem Punkt A als Ursprung und einmal mit Punkt B als Ursprung. Wenn wir Punkt A als Ursprung nehmen, dann ist der Ortsvektor 1, R1a nenne ich ihn, gleich 0, 0, 4a, R2a ist 3a, 0, 4a und R3a ist 3a, 3a, 4a. Und das Ganze für Punkt B, R1b, ist gleich. Das ist ziemlich einfach, denn das ist 0, 0, 0. R2b ist gleich 3a, 0, 0. R3b ist gleich 3a, 3a, 0. So, das resultierende Moment. Summe der Momente ist gleich Summe der Kreuzprodukte von Ortsvektoren und Kraftvektoren. So, wie viele haben wir hier? Wir haben hier drei Kräfte, das heißt also I ist gleich 1 bis 3. Und das bedeutet, wir müssen jetzt für jedes Paar von Orts- und Kraftvektoren das Kreuzprodukt bilden. Und dafür schreiben wir uns einmal die Einheitsvektoren hin. Ex, ey, ez. Denn wir machen das nach der Saros-Regel. Und jetzt gucken wir uns an, was haben wir dann? Der erste Ortsvektor ist 0, 0, 4a. 0, 0, 4a. Und der erste Kraftvektor ist 2f, 0, 0. Es ist ganz praktisch, wenn man sich das hier nochmal hinschreibt am Rand. EZ 4a 0, EX 0, 2f. Und dann können wir jetzt die Produkte über die Diagonalen bilden. Hier kommt 0 raus. Hier kommt 0 raus. Da kommt 0 raus.
nur raus. Da kommt nur raus und hier kommt was raus. Und zwar 8, F, A auf Y bezogen. Das heißt also, M1a ist gleich 0, 8fa, 0. Beziehungsweise das schreiben wir uns hier, das kopieren wir uns mal ein bisschen weiter nach oben, denn hier unten werden wir den Platz noch brauchen. Das ist dann das erste Teilergebnis. Jetzt machen wir ein bisschen Platz für die nächste Berechnung. So, jetzt kommt Nummer 2. Nummer 2, R2a ist 3a04a. 3a04a. Und F2 ist 00f. 00f. Schreiben das hier wieder hin. 3a0 bzw. 4a. F. Und hier gibt es auch gleich ein Ergebnis, minus 3fa. Hier ist 0, das ist 0, das ist 0, das ist 0 und das ist auch 0. Das heißt, das Ergebnis liegt wieder in y, m2, schreibe ich diesmal gleich da oben hin, ist minus 3fa in y. 2a ist gleich 0 minus 3fa 0. Jetzt kommt die Nummer 3. R3a ist voll besetzt. 3a, 3a, 4a. Also F3 ist minus 2f. 0, 0. So, hier kommen wieder 3a minus 2f. Und hier kommen 4a 0. Hier kommt 0 raus. Hier müssen wir jetzt aufpassen, also linksrum ist ja immer negativ, aber hier steht ja was negativ, hier ist ja die minus 2f schon negativ, also wird es positiv zu 6fa. Das ist 0. Das ist 0. Das ist 0. Und hier passiert was, und zwar ist hier minus 8fa. Das heißt, wir haben hier einmal in Y minus 8fa und in Z 6fa. M3a ist gleich 0 und das haben wir gesagt um Y minus 8fa. Und um Z 6fa. So, das können wir jetzt auch gleich addieren. Diese drei Momente zusammengerechnet, also Summe Momente um A ist gleich in der X-Komponente 0. Dann haben wir Y. Die beiden Achten heben sich auf, da bleibt minus 3a übrig. Und um Z haben wir 6fa. Das ist das Ergebnis für Punkt A. Und jetzt beginnt dasselbe Spiel nochmal für Punkt B. Es ist übrigens sehr wichtig, die Reihenfolge einzuhalten beim Kreuzprodukt mit der Saros-Regel. Also wenn man jetzt oben den Ortsvektor hinschreibt und unten den Kraftvektor, das ist alles in Ordnung. Wenn man das aber vertauscht, dann vertauscht sich am Ende das Vorzeichen des Ergebnisses. Das heißt, das Moment dreht dann andersrum. So, wir suchen R1b. Ja, R1b können wir uns eigentlich sparen. Der ist 000, da kommt am Ende auf jeden Fall 0 raus.
Wo schreiben wir das hin? Schreiben wir auch wieder am Rand. Das heißt, M1b ist gleich 0, 0, 0. Und dann fangen wir gleich mit dem zweiten an. Der ist 3a04a. Nein, jetzt habe ich mich verguckt. Der ist nicht 3a04a, sondern der ist 3a00. Die Kraft F2 00F. Hier ergänzen wir wieder am Rand. Kriegen auch schon gleich ein Ergebnis, und zwar minus 3FA. Hier ist 0, da ist 0, da ist 0, da ist 0. Da ist auch 0, das heißt, das Einzige, was wir haben, ist um Y, M2b, ist gleich 0 minus 3fa, 0. Dann putzen wir wieder. So, R3b ist 3a, 3a. 0 und F3 war minus 2F00, minus 2F00, 0. Hier 3a minus 2F und da 0, 0. Und hier kommt 0, hier kommt 6FA, da ist 0. Da ist 0, da ist 0 und da ist 0. Das heißt, wo liegt er jetzt hier? EZ. M3b ist gleich 0, 0, 6, FA. So, und das Zusammenrechnen machen wir hier auch mal wieder mittendrin. Summe der Momente um B ist gleich, wir haben in x überall 0, in y haben wir minus 3fa und in z 6fa. So, und interessanterweise ist das genau das gleiche resultierende Moment wie ma. Was aber reiner Zufall ist, das heißt also, es kommt jetzt nicht automatisch in jedem Punkt das gleiche Moment raus, sondern das hängt von der jeweiligen Aufgabe ab. So, und diese Aufgabe ist damit auf jeden Fall erstmal gelöst.